Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Another Code R. Im letzten Bad haben wir uns hier im Archiv ein bisschen umgeschaut und haben die Puppe von Kelly gefunden, von Matts Schwester. Ja, und jetzt kommen langsam die Erinnerungen wieder zurück. Das Bootshaus. Es war ein Bootshaus. Das hier in der Gegend? Warst du dort mit Kelly? Ja, wir waren beide am Bootshaus. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht. Aber sie wollte das Wasser berühren. Ich habe sie verboten. Ich schwör's, du musst mir glauben, ich habe sie gesagt. Ist alles meine Schuld, Ash. Ich habe sie losgelassen. Ist nur passiert, weil ich sie losgelassen habe. Oh, Kelly. Sie ist reingefallen. In den See. Als sie geboren wurde, hat mir Mama gesagt, du bist ihr großer Bruder, deshalb musst du immer auf sie aufpassen und sie beschützen. Kelly, du warst so klein und hast immer geheult. Immer hast du nur an dich gedacht. Aber ich weiß, du hast mich geliebt. Und ich hab dich losgelassen. Kelly, du bist in den See gefallen. Ash, so ist es passiert. So ist Kelly gestorben. Ui. 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 Ui, ui, ui. Matt. Ash, ich erinnere mich jetzt. Ich bin so ein Idiot. Als Papa verschwunden ist und Mama krank wurde, war Kelly die ganze Zeit bei mir. Aber sie hat ständig geheult, weil sie ihre Puppe nicht hatte. Also wollte ich sie irgendwo hinbringen, wo sie aufhört zu weinen und glücklich ist. Also habe ich sie zum Bootshaus mitgenommen. Ist schon in Ordnung, Matt. Woher solltest du es wissen? Hör auf, du darfst dir deshalb keine Vorwürfe machen. Ashley, es ist alles meine Schuld. Nein, es ist nicht. Es ist nicht deine Schuld. Hör auf, sowas zu sagen. Niemand kann was dafür. Ash, du hast Kelly auch gesehen, oder? Ja. Ich hab sie gesehen. Weißt du, warum sie hier war? Sie hat auf dich gewartet. Da bin ich mir sicher. Wieso hat sie auf mich gewartet? Na, ist doch wohl klar. Sie hat dich vermisst. Echt? Ich bin mir ganz sicher. Sie wusste, dass du herkommen würdest, um nach deinem Vater zu suchen. Und dass du dich an die Puppe erinnern würdest. Glaubst du das wirklich? Ich weiß es. Vielleicht hast du recht. Matt? Ja. Ich habe mich gerade an was erinnert. Der erste beste Freund, den ich jemals hatte. Die. Du erinnerst mich sehr an ihn. Stimmt eigentlich, Matt und die sind sich ziemlich ähnlich. Echt jetzt? Ja. Sein Name war Die. Die? Er hat auf einer einsamen Insel namens Blood Edward Insel gelebt. Er war ein Geist. Ein Geist? Du warst mit einem Geist befreundet? Ja. Die war ein Geist, der alle Erinnerungen an sein Leben verloren hatte.
Er wusste nicht mal seinen eigenen Namen oder wie er gestorben ist. Und er war ganz einsam, so wie ich. Ash? Matt, glaubst du mir? Natürlich. Danke, Matt. Ist die immer noch auf der Insel? Nein. Als er bei mir war, hat er herausgefunden, wie er gestorben ist. Dann konnte er endlich ruhen. Ich werde ihn nie wiedersehen. Ash, glaubst du, Kelly kann jetzt auch ruhen? Ist sie jetzt endlich glücklich? Ich glaub schon, Matt. Sie konnte dich hier sehen. Sie hat ihre Lieblingspuppe wieder. Ich glaube, sie kann jetzt ruhen. Und sie verließ uns mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht, weil sie kurz bei dir sein konnte. Glaubst du das echt? Absolut. Und jetzt weißt du auch über sie Bescheid. Du hast dich an etwas sehr Schmerzhaftes erinnert, das du bis jetzt verdrängt hattest. Also Matt, hör bitte auf zu weinen. Denn wenn du weinst, dann machst du Kelly, da macht sich Kelly um sich Sorgen, um dich, und kann nicht zur Ruhe kommen. Na, verstehe, Ash. Ich höre auf zu weinen. Matt. Hey, Ash. Wenn jemand ruht, heißt das, man kann sich nicht mehr sehen? Man kann sich jederzeit sehen, Matt. Leg einfach eine Hand auf deine Brust, wo dein Herz ist, und schließ die Augen. Dann kannst du spüren, wie Kelly in deinem Herzen weiterlebt. Ja, danke, Ash. Los, Matt. Suchen wir nach weiteren Hinweisen auf deinen Vater, ja? Okay. Okay. Es war jetzt aber schon eine tragische Geschichte, wie halt Kelly gestorben ist. Scheint defekt zu sein. Hey, das ist doch eine Überwachungskamera. Sieht aber anders aus als die, die ich draußen gesehen habe. Okay. Ich würde mal sagen, verlassen wir das Archiv mal und schauen mal, ob da wirklich jemand ist. Also doch. Oh je. Was macht ihr zwei denn hier? Oh, der Typ mit der... Mr. Smith. Verdammte Scheiße, ich habe meine Sonnenbrille nicht da. Das wollte ich Sie gerade fragen. Ich wollte schon immer mehr über Cruiser Resort erfahren. Aber der Zaun war die ganze Zeit zu. Heute komme ich her und was sehe ich? Es ist offen. Wie seid ihr hier reingekommen? War offen. Das Zauntor war schon offen. Wirklich? Wirklich. Ja, seltsam. Moment mal, ich erinnere mich an Sie. Was? Als ich hier bei meinem Papa war, hat ihn jemand angerufen. Dann ging er raus. Ich war hier und aus dem Fenster konnte ich Sie sehen. Mr. Smith, stimmt das? Nun ja. Erzählen Sie uns, was Sie suchen. Was ist vor 5 Jahren passiert? Sie kennen meinen Papa, oder? Wo ist er? Warum ist er verschwunden? Mr. Smith, Sie haben mir gesagt, es sei unmöglich, Matts Vater zu finden. Aber Matt versucht schon so lange und so verzweifelt, ihn ausfindig zu machen. Er hat so viel durchgemacht, nur um sich an ihn zu erinnern. Und er hat nie aufgegeben. Also, wenn Sie etwas wissen, sagen Sie es uns bitte. Hört zu, Kinder. Selbst wenn ich's euch sage. Dann
Ich rate mal. Es würde nichts ändern? Matt! Ist schon in Ordnung, Ash. Wir brauchen ihn nicht, um uns zu sagen, was wir tun sollen. Vergessen wir ihn. Suchen wir nach Hinweisen. Wir sind ein Team und kommen schon zurecht. Wartet. Mr. Smith? Ashley, mein Name ist nicht John Smith. Ich heiße eigentlich Greg Davis. Greg Davis? Warum haben Sie mir gesagt, dass Sie John Smith heißen? Gute Frage. Tut mir leid, aber ich nehme oft einen falschen Namen an, wenn ich an einer Story arbeite. Matthew. Was? Na gut, mein Junge. Ich erzähle dir das bisschen, was ich weiß. Und was erzählen Sie mir? Na, von deinem Vater. Was denn sonst? Hä? Du suchst doch nach Michael Crusoe, richtig? Nun, wie es der Zufall so will, tue ich das auch. Der schuldet ihm wahrscheinlich noch einen Big Mac oder irgendwie sowas. Sie suchen auch Mats Vater? Ja. Seit dem Tag vor 5 Jahren, an dem wir uns eigentlich treffen sollten. Sie suchen meinen Vater? Echt wahr? Ja, das habe ich doch eben gesagt. Matthew, damals hat dein Vater mit mir an einer Story gearbeitet. Wie hat er Ihnen geholfen? Ich habe Chad Fitzgerald unter die Lupe genommen. Also bin ich hergekommen, um JC Valley zu sehen. So habe ich auch deinen Vater kennengelernt. Als er herausfand, dass ich ein Reporter war, ist er auf mich zugekommen. Er bat mich, einen Artikel über seine Firma zu verfassen. Dein Vater war jung und ehrgeizig, ein echter Unternehmer eben. Als ich bei JC Valley war, hat er mich überzeugt, mich mit ihm in seinem Büro zu treffen. Kurz danach fand man heraus, dass das Wasser im Lake Juliet verschmutzt war. Die Anwohner organisierten eine Demo und haben die Firma deines Vaters beschuldigt. Haben Sie diese Sache auch untersucht? Hey, ich bin ein Profi. Natürlich habe ich das. Michael hatte jegliche Verwicklungen in seiner Firma mit der Verschmutzung scharf zurückgewiesen. Er sagte mir, es müsse eine andere Quelle für die Verunreinigungen geben. Und dass die Schuldigen ihn gelinkt hätten. Die Schuldigen sind JC Valley. JC Valley hat Dreck am Stecken. Mit Absicht? Ja, das glaube ich zumindest. Michael hat die Ursache der Verschmutzung gesucht. Er sagte mir, er hätte eine Antwort gefunden. Das war an dem Tag vor 5 Jahren, an dem ich mich mit ihm treffen sollte. Er wollte mir seine Beweise geben und einen Bericht über die ganze Sache schreiben. Aber er ist nie am Treffpunkt aufgetaucht. Dein Vater war nirgendwo zu finden, Matthew. Und seitdem bin ich auf der Suche nach ihm. Und was war der Treffpunkt? Wo war der Treffpunkt? Am Glockenturm. Oh oh. An dem Glockenturm? Ash, mein Papa war doch dort. Ich wusste es. Das muss auch der Tag sein, den Miss Graham gemeint hat, an dem dort etwas passiert ist. Das hast du gut erfasst. In dieser Nacht bin ich etwas verspätet zu unserem Treffen am Glockenturm aufgetaucht. Ich stellte das Auto ab und eilte zum Turm. Nur war von deinem Vater keine Spur. Natürlich war der Behälter mit seinem Bericht auch nirgendwo zu sehen. Ich habe überall gesucht, aber nichts gefunden. Mr. Davis,
Warum ist Matts Vater Ihrer Meinung nach verschwunden? Ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich, wie Michael sagte, er würde verfolgt werden. Vielleicht wollte ihn jemand daran hindern, mit diesem Bericht auszuhändigen. Man könnte ihm aufgelauert haben und er musste vielleicht fliehen. Welchen Behälter meinen Sie? Michael sollte ihn bei unserem Treffen übergeben. Es ist so ein Behälter, in dem sein vollständiger Bericht versteckt war. Das muss der Klangwürfel sein. Ja. Matt, sollen wir ihn Mr. Davis zeigen? Na gut. Zeigen? Was? Sehen Sie sich das an, Mr. Davis. Das ist doch... Das ist dieser Klangwürfel, den mein Vater bei sich getragen hat. Er macht Geräusche. Wie kommt er in euren Besitz? Wir haben ihn oben im Glockenturm gefunden. Er war im Glockenturm? Ja, Ash hat sich die Schlüssel zum Turm von Miss Graham geliehen. Wir haben uns umgesehen. Und diesen Würfel haben wir im Mechanismus der Turmuhr gefunden. Ah, ich verstehe. Dort war er also. Ashley, sieh dir das an. Michael hat es mir per Post zukommen lassen. Was soll das denn sein? Das ist unser Schlüssel zum Klangwürfel. Und Michaels Notiz. Sehr schön. Das soll ein Schlüssel sein? Gleich mal anschauen. Kann man das irgendwie kombinieren mit dem Klangwürfel? Kann nicht kombiniert werden. Er hält den Schlüssel für den Klangwürfel, den Matts Vater hinterlassen hat. Er steht halt drauf, in welcher Reihenfolge man die Zahlen, die... Okay. Mike hat mir diesen Brief gegeben. Matt, jetzt können wir den Klangwürfel öffnen. Ash, ich weiß nicht, ob ich das will. Was ist, wenn ich mich dann an schlechte Dinge erinnere? Ich will das nicht mehr. Hä? Matt! Ist halt ein kleiner Bub. Na, wo ist er denn? Ist er vielleicht hier lang? Mal schauen. Matt! Kleiner Scheißer! Hallo! Hallo, kleiner Scheißer! Wo bist du? Komm her und ich gehe mit dir zum Ikea-Planschbecken. Oder zum Bällebad. Zum Bällebecken. Ikea zum Bällebecken, glaube ich, oder? Hat Ikea ein Bällebecken? Ein Ballbecken? Ich weiß es gar nicht. Wo geht's da lang? Da geht's. Matt ist nicht hier. Ich muss sie woanders suchen. Okay. Matt! Komm her, ich hab Snickers! Dann bist du nicht mehr so eine Diva! Hier ist er nicht? Okay, hier ist ein Sack. Oh, da ist er! Hi! Wow! Auf der Klippe am Rand des Sees steht ein zylindrisches Gebäude. Dort arbeitet also mein Vater. Wow, das ist echt einen schönen Ausblick. Hey, kleiner Pisser.
Matt? Du rennst fast so weg wie... Du rennst fast so oft weg, wie ich angeblich meine Aussätze habe. Ash, ich kann einfach nicht mehr. Aber warum denn? Willst du etwa aufgeben und nicht mehr nach deinem Vater suchen? Ash, was ist, wenn er... Sag das nicht! Er lebt! Ash... Dein Vater ist am Leben. Auch wenn jemand vom Turm gestürzt ist. Es wurde nie eine Leiche gefunden. Hast du nicht selbst gesagt, dass du ihn wiedersehen willst? Das will ich auch. Genauso wie Mama und Kelly. Gerade deshalb musst du ihn finden. Ach. Komm schon, Matt. Öffnen wir den Klangwürfel und sehen dann weiter. Aber ich hab's vorhin auch nicht geschafft, ihn aufzukriegen. Versuch's nochmal. Für mich, ja? Okay, ich versuch's. Hier, bitte. Die Musik, die gerade läuft, ist schön. Nichts. Ich bin einfach nicht so gut in solchen Sachen. Dann lass es mich versuchen. Nur zu... Oh yeah. Okay, der Klangwürfel, der große Klangwürfel, den müssen wir jetzt noch öffnen. Ist eigentlich relativ einfach. Wir haben ja hier unsere Farben. Kann ich den hier irgendwie drehen damit? Ich kann aber nichts. Okay. Ich kann aber nichts machen. Okay. Hallo? Nein. Hä? Jetzt? Was? Ach so! Jetzt kapiere ich. Ich muss die Wii-Fernbedienung dafür drehen. Jetzt kapiere ich. Alles klar. Alles klar, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, dieses Rätsel lösen wir dann beim nächsten Mal. Also gut, meine Freunde, das war dann jetzt bei Another Code R für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.